Wir werden heute ein Aquariumprojekt beenden, und zwar das Low-Budget-Aquarium. Das wird heute abgebaut, aber bevor es soweit ist, gehen wir nochmal 5 positive Aspekte durch, die ich mit diesem Becken hatte, und 5 negative Aspekte, um nochmal so ein abschließendes Feedback zu diesem ganzen Projekt zu haben. Was lief gut mit dem Low-Budget-Becken? Das, was am Ende wirklich einfach die ganze Zeit extrem gut lief, wo ich auch überhaupt nicht mit gerechnet habe, ist einfach das Hardscape aus der Natur. In dem Becken werden ja Steine aus dem Steinlesehaufen eingesetzt und als Holz Hainbuche, was aus dem Heckenabschnitt kommt. Also auch Holz aus der Natur. Und nichts davon hat Probleme gemacht. Es ist nichts gegammelt, es gab nirgendwo starke Bakterienrasen, es gab nirgendwo übermäßiges Algenwachstum. Es war alles super. Und damit hätte ich niemals gerechnet. Bei den Steinen, okay, an Steinen ist ehrlich gesagt nicht so viel dran. Da kann man nur sagen, okay, sie härten vielleicht ein bisschen das Wasser auf. Das ist bei denen auch sicherlich der Fall. Wir haben ganz am Anfang ja den Test mit Essigessenz gemacht. Es schäumte ein bisschen, das heißt, sie werden das Wasser aufgehärtet haben. Ist aber jetzt für die Pflanzen und für den Besatz eigentlich unerheblich gewesen. Beim Holz war es ja ein bisschen anders, dadurch, dass da einerseits noch die Rinde dran war. Ich habe es nämlich beim besten Willen nicht geschafft, diese Rinde darunter zu kriegen. Und zweitens, ich wusste gar nicht, ob dieses Holz bereits durchgetrocknet ist. Und gerade bei einigen der größeren Stücken bin ich mir sehr sicher, dass dem nicht der Fall war. Dafür war das einfach komplett problemlos. Die Rinde ist zwar am Anfang nicht abgegangen, aber die hat sich jetzt im Laufe der Zeit, das Becken steht jetzt seit ziemlich genau 11 Monaten. Ich habe das am 4.5.2020 gestartet und mittlerweile hat sich ein Großteil der Rinde tatsächlich abgelöst von selbst, aber auch das war nie ein Problem, weil ehrlich gesagt haben sich die Garnelen da mega drüber gefreut, sodass halt ganz generell Hardscape aus der Natur in diesem Fall super funktioniert hat und ich kann zumindest jetzt sagen, dass Hainbuche im Aquarium perfekt läuft. So, dann gab es in dem Becken trotz dieses Low-Budget-Ansatzes nie großartige Wachstumsprobleme. Es gab ein paar Ausnahmen, die kommen auch gleich bei den negativen Aspekten, aber so insgesamt gesehen über das gesamte Becken und über die gesamte Lebensdauer gab es keine besonderen Wachstumsprobleme bei den Pflanzen. Gerade was die Hintergrundpflanzen angeht, ist es ja eher so, dass ich da wirklich sehr häufig nachschneiden musste, weil die gewuchert sind wie blöde. Dafür, dass das Becken ja auch nicht großartig gepflegt und gedüngt wurde. Also natürlich wurde gedüngt, CO2 ist ja drin und einmal die Woche kam ein Spritzer Tropica Premium rein. Also ein Dünger, der zum Beispiel kaum Nitrat, Phosphat, Kalium enthält, sondern eigentlich ist das ein Eisenvolldünger. Das heißt, es müssten theoretisch gewisse Nährstoffe dort sehr limitiert gewesen sein. Das hat aber den Wachstum der Pflanzen, die ich dort eingesetzt habe, zumindest dahingehend keinen Abbruch getan. Wie gesagt, auf 2 Ausnahmen kommen wir gleich noch und da sieht man dann tatsächlich auch einen bestimmten Nährstoffmangel, aber der ist halt sehr, sehr selektiv und nicht auf das gesamte Becken bezogen. Drittens, es gab keine gravierenden Algenprobleme und das ist ja gerade in Anbetracht der Tatsache, dass da das Hardscape aus der Natur eingesetzt wurde, etwas, womit ich eigentlich gerechnet hätte, dass das passiert. Es gab quasi keine Kieselalgen, es gab welche, aber wirklich minimals. Es gab quasi keine Grünalgenphase in der Einfachphase. Es kommen jetzt ab und zu immer mal wieder an einzelnen Stellen im Becken. Es ist auch sehr speziell und nie über das komplette Becken verbreitet. Grüne Fadenalgen. Und um die kümmern sich zum Teil die Garnelen. Wahrscheinlich ist es dann an der Stelle einfach zu viel, dass die Garnelenpopulation jetzt diese Fadenalgen dann nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Dann werden die aber beim nächsten Wasserwechsel aufgewickelt und abgesaugt. Und dann kommen sie an dieser Stelle auch nicht wieder. Und vielleicht kommen dann nach 3-4 Wochen Fadenalgen an einer anderen Stelle. Aber das ist so wenig, dass ich bisher nie den Drang hatte, da mal aktiv Wasserwerte zu messen und vielleicht doch an der Düngung was zu verändern, um dem entgegenzuwirken. Was tatsächlich passiert, was aber an dieser Stelle auch nachvollziehbar ist, es gibt an einer einzigen Stelle im Becken Rotalgen, nämlich Froschlaichalgen, und zwar an einem Stück der Wurzel, was genau in der Strömung des Filters steht. Und vielleicht weißt du das schon über Rotalgen, vielleicht aber auch nicht. Rotalgen, vor allem Pinselalgen, Bartalgen, aber die Froschlaichalgen zählen da eben auch zu, treten vermehrt in Bereichen mit starker Strömung auf. Und das bedeutet, sie treten vermehrt im direkten Zulauf des Auslaufs des Filters aus. Und genau das ist da der Fall. Dieser Ast der Wurzel steht genau da, wo die Lilypipe von dem Filter rausströmt. Und an dieser Stelle habe ich regelmäßig Froschlaichalgen. Und dann wird dieses Büschel beim nächsten Wasserwechsel abgezupft und dann ist es wieder für 2-3 Wochen weg und dann kommt irgendwann wieder und dann zupft man es wieder ab. Wie gesagt, auch das war nie genug, als dass ich irgendwie den Drang hätte, da was zu verändern, weil ich auch konkret nicht großartig was hätte verändern können. Denn eine andere Fließrichtung des Filters wäre nicht gut gewesen, weil dann ganz generell die Umwälzung in dem Becken nicht optimal gewesen wäre. Das ist auch einer der Negativpunkte, auf die ich später nochmal eingehen werde. Aber es gab keine großartig andere Möglichkeit, außer die Wurzel dann in dem Fall dort abzuschneiden. Fand ich aber auch blöd, weil sie optisch eigentlich ganz nett ist. Also habe ich das einfach akzeptiert.
Punkt 4. Die Garnelen haben sich alle prächtig vermehrt. Ich habe in dem Becken ständig Garnelen gesehen. Da sind ja Neocaridina da wie die Blue Dream drin, die ich vom Aquadozoo geholt habe. Garnelen immer gesehen, immer Jungtiere gesehen, immer tragende Weibchen gesehen. Also den Garnelen in diesem Becken ging es prächtig. Und ich glaube wirklich, dass die zum Beispiel die Rinde von dem Holz ganz, ganz fantastisch fanden. Weil einerseits war das eine gute Nahrungsgrundlage, andererseits waren dann natürlich auch so Rindenstücke, die vielleicht so halb abgegangen sind und so überhingen oder so, auch gleichzeitig gute Verstecke für die Jungtiere, könnte ich mir vorstellen. Aber so alles in allem kann ich nur sagen, dass die Garnelen in den Becken wirklich ein tolles Leben haben. Und der letzte Punkt ist sehr allgemein gehalten, und zwar die generelle Stabilität dieses Aquariums war außerordentlich gut. Und das beziehe ich vor allem darauf, dass ich über dem Becken ja regelmäßig andere Lampen benutzt habe. Ich habe das Becken ja gestartet zum Beispiel mit einer Shihiros A-Serie. Dann ist irgendwann eine Shihiros WRGB darüber gekommen, eine WRGB 2, eine C2 und jetzt aktuell eine C2 RGB. Das heißt, es waren immer andere Lampen drauf, die auch für länger drauf blieben, weil ich die meistens dann für irgendwelche Vergleichstests dort betrieben habe. Also 4, 6, 8 Wochen waren die Lampen immer drauf und sie hatten alle unterschiedliche Intensitäten. Ich habe alle unterschiedlich lange beleuchtet. Ich habe versucht, das so ein bisschen anzugleichen an die Intensität, aber es wurde halt wirklich sehr regelmäßig die Lampe über diesem Becken gewechselt und sie sah immer anders aus und sie hatte immer andere Intensitäten. Und trotz dieser ständigen Eingriffe in dieses Ökosystem, denn du musst bedenken, die Lampe ist der Hauptenergieträger für unsere Pflanzen, für das Pflanzenwachstum. Ist mehr Licht da, verbrauchen Pflanzen mehr Nährstoffe. Ist weniger Lichter, verbrauchen sie weniger Nährstoffe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und trotz dieser ständigen Eingriffe gab es eben nie die besonderen Algenprobleme, gab es nie Bakterienrasen, gab es nie irgendwie ein Problem mit der Beckenbiologie. Und das fand ich doch sehr beeindruckend. Kommen wir jetzt mal zu den Problemen, die trotzdem mit dem Becken jetzt nach 11 Monaten aufgetreten sind. Kleinere Probleme, die sich auf einzelne Pflanzen beziehen. Einmal Pogostum und Helferi kam nie richtig zum Zug. Pogostum und Helferi war eine der Pflanzen, die ich ganz am Anfang eingesetzt habe und auch damals schon gesagt habe, ja, ich weiß nicht genau, wie gut das funktionieren wird, weil Pogostum und Helferi ganz generell eine eher zickige Pflanze sein kann. Und hier war es jetzt so, ich habe sie an der linken und rechten Seite gepflanzt, an der rechten Seite ist sie eingegangen, an der linken Seite hält sie hält sich auch immer noch. Pogostum und Helferi ist aber die eine Pflanze, die deutliche Mangelerscheinungen zeigt. Die zeigt nämlich eine sehr eindeutige Chlorose, das heißt, die neuen Blattspitzen sind sehr, sehr hell, die Blätter verlieren an Blattgrün, also Chlorophyll fällt aus und die Pflanze ist halt generell nicht wirklich gesund. Sie hält sich, aber sie ist nicht wirklich gesund, ist damit allerdings die einzige Pflanze, die Mangelerscheinungen in diesem Becken zeigt bisher. Was Ähnliches ist passiert mit Ludwigia palustris, die wurde ja rechts eingesetzt, an der Stelle, wo die große Wurzel aus dem Wasser ragt. An dieser Stelle wollte ich mit den rückwirkenden Pflanzen sozusagen weitermachen, weil der Plan war eigentlich für die hinteren Pflanzen, dass sie einmal wie so ein U um das Becken rumgehen. Und an der linken Seite und hinten ist das alles gar kein Problem gewesen. An der rechten Seite hat es nie funktioniert und ehrlich gesagt war das auch absehbar oder man hätte es auch vorhersehen können, denn die Wurzel ist an dieser Stelle einfach so dick, dass sie natürlich massiv abschattet nach unten. Und ich denke, das wird das Hauptproblem gewesen sein, warum sie Stängelpflanzen und konkret Ludwigia palustris an der Stelle nie gehalten hat. So, und dann habe ich mir irgendwoher, und ich weiß nicht woher, Riccia fluitans in dieses Becken eingeschleppt. Und ich habe das sicherlich schon mal irgendwo erzählt. Riccia fluitans ist meine absolute Hasspflanze. Es gibt nichts, was schlimmer ist als Riccia fluitans. Absolut das Hassobjekt schlechthin in dem Aquarium. Zumindest für mich persönlich. Das Problem an Riccia fluitans ist, das wurde als Moos ja von Amano propagiert, als Bodendecker. Ist es aber ja eigentlich nicht. Riccia fluitans ist eine Schwimmpflanze. Das ist so ein Ding, was halt so Polster und Büschel bildet und halt unter der Wasseroberfläche treibt. Das ist zumindest das natürliche Vorkommen. Und Amano hat dann irgendwann angefangen und Riccia fluitans in Polstern auf Steine gebunden und es halt auf den Bodengrund gelegt. Und das sieht ja auch fantastisch aus, weil das eine Pflanze ist, die extreme Mengen Sauerstoff produzieren kann. Die ist halt ständig am Blubbern. Ne? Also das ist schon eine schöne Pflanze. Wenn man sie mag, wenn das so okay ist. Das Problem ist halt, wie bei jedem Moos, kann sie sich aus jedem kleinen Fitzelchen weiter verbreiten. Und die Pflanze ist gleichzeitig sehr spröde. Das heißt, wenn du da dran kommst, dann bricht so ein Ding ab und treibt durchs Becken und lässt sich irgendwo anders nieder. Und irgendwoher habe ich diese Pflanze reingekriegt und seitdem nie wieder rausgekriegt. Egal wie vorsichtig man versucht, diese Sachen irgendwie aus dem Moos rauszuziehen, aus dem Bodengrund rauszuziehen, überall da, wo ich sie gefunden habe. Du kannst das nie restlos rausziehen, weil irgendwo bricht immer irgendwas
ab und 2 Wochen später hast du es halt irgendwo wieder an einer anderen Stelle sitzen. Absolutes Hassobjekt und ich ärgere mich sehr, dass das irgendwie da reingekommen ist, weil ich habe es nie wieder rausgekriegt. Ich werde irgendwann nochmal so ein reines Hassvideo über diese Pflanze machen, wahrscheinlich. An dieser Stelle aber mal eine Frage an euch. Was ist denn eure oder die für euch nervigste Pflanze im Aquarium? Schreibt das mal unten in die Kommentare. So, 4. Punkt, Strömungsproblematik in dem Becken. Das Becken habe ich ja gestartet mit dem Eden 501 als Filter. Und viele haben ja gefragt, weil ich ja dann irgendwann auf den Denali Escapers Flow gewechselt bin, warum ich das gemacht habe. Ob mit dem Eden nicht alles in Ordnung war, weil er doch zu schwach, hat das doch nicht funktioniert. Und eigentlich nicht. Eigentlich war der Hauptgrund, auf den Escapers Flow zu wechseln, einfach, ich hatte ihn jetzt. Weil ich hatte ihn hier für ein Vergleichsvideo mit Rucksackfiltern und generell für ein Review-Video über diesen Filter. Und dann wollte ich ihn halt auch einsetzen. Und das war das Becken, wo der Filter am besten rangepasst hat. Das war der Grund, warum der da läuft. Also das hatte nichts mit dem Eden 501 im Vorfeld zu tun oder dass der nicht gut genug gewesen wäre. Dennoch, rückblickend, muss man sagen, durch die Hintergrundbepflanzung war es so, dass einfach die Strömung in dem Becken super eingeschränkt ist. Weil da, wo der Filter sitzt, ist er halt umgeben von den Hintergrundpflanzen. Das heißt, die Ansaugung funktioniert nur mäßig, weil natürlich die ganzen Pflanzen angesaugt werden einerseits und natürlich der Wasserfluss durch diese Masse an Pflanzen auch gehemmt ist. Und andererseits ist dadurch halt auch einfach eine Strömung nach außen schwieriger, weil ja auch der Auslauf durch diese Pflanzen durch muss. Das heißt, da hätte man entweder im Vorfeld anders bepflanzen müssen und an dieser Stelle hätten dann einfach keine hochwachsenden Stängelpflanzen hingedurft, um den Filter-Ein- und Auslauf sozusagen freizulassen. Oder man hätte das aber vom Hardscape her anders setzen müssen, dass Filter-Ein- und Auslauf hinter Hardscape sitzen und da aber frei anziehen können und keine Bepflanzung dort ist. Denn das ist im Endeffekt auch ein Problem gewesen. Und das ist aber das gleiche Problem jetzt mit dem Denali Escapers Flow, wie es auch vorher mit dem Eden 501 gewesen wäre. Das macht keinen großen Unterschied. Beide Filter saßen halt ja an derselben Stelle. Der Ein- und Auslauf saß an derselben Stelle. Und es funktioniert halt einfach nicht gut, dass halt eine große Strömung in dem Becken ist. Denn man kann sehen, dass in dem Becken zum Beispiel einige Stellen da sind, wo sich Mulm ansammelt, die normalerweise nicht da sein sollten bei einem Filter mit diesem Durchsatz, wenn er denn durch das ganze Becken vernünftig umwälzen könnte. Was er halt nicht kann, weil die Bepflanzung im Weg ist. Und wenn das Becken so weiter betrieben werden sollte mit dieser Bepflanzung, dann würde ich dort eher sowas wie einen JBL E402 als Filter sehen, mit größeren Ein- und Auslässen, halt in 13 mm Teilen und dann vielleicht auch ein bisschen anders platziert, dass der Einlauf vorne sitzt und vorne ansaugt und der Auslauf nur von hinten kommt. Damit könnte man das Ganze noch so ein bisschen optimieren, aber die Strömungsproblematik ist halt in erster Linie der Bepflanzung geschuldet an dieser Stelle. Und zuletzt, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, obwohl ich persönlich das nicht als Problem wahrgenommen habe bisher, ich habe in dem Becken Planarien. Und ich hatte sie schon relativ zeitnah, also recht früh am Anfang habe ich die schon bekommen. Ich bin mir sicher, dass ich die aus dem 120F mit einer der Busse Verlandren eingeschleppt habe. Denn ich habe einige der Busse Verlandren aus dem 120F hier in das Low-Budget-Becken umgesetzt, als ich das 120F aufgelöst habe. In dem 120F hatte ich Planarien, jetzt habe ich hier Planarien. Ich bin mir sicher, dass das über diese Pflanze mitgekommen ist. Die Sache ist halt, das war für mich nie ein Problem. Ich habe dir gerade ja schon gesagt, bei den Vorteilen, bei den Garnelen, die Garnelen haben sich ständig vermehrt, es gab immer tragende Weibchen, es gab immer Jungtiere im Becken, trotz der Planarien. Und das ist auch genau mein Punkt, den ich beispielsweise schon in den expliziten Videos über Planarien ja mitgeteilt habe. Ja, das kann ein Problem sein. Die Betonung ist aber halt auf kann. Wenn du keinen aktiven Ausfall deiner Tiere durch die Planaren bemerkst, ist das etwas, wo ich persönlich immer sagen würde, ja mein Gott, dann lass sie halt da. Weil der Eingriff gegen Planarien, die Gegenmittel gegen Planarien, die wirklich effektiv sind, das sind dann nämlich namentlich Antiwurmmittel vom Tierarzt, sowas wie Panacur, sowas wie Flubenzol, die sind halt schon echt massive Eingriffe in das Ökosystem. Weil die töten halt Planarien, schön und gut. Die töten auch eine ganze Reihe von Schnecken und dann hast du nämlich auf einmal mehrere Probleme. Dann hast du nämlich auf einmal eine riesige Menge toter Planarien im Bodengrund, die natürlich da verrotten und damit das Wasser massiv beeinträchtigen, die Wasserqualität beeinträchtigen. Außerdem ist dieses Mittel, wenn es einmal im Bodengrund drin ist, da quasi nicht mehr rauszuholen. Also das Becken ist dann halt für Monate hin, für 6, 7, 8 Monate hin, nicht mehr von Schnecken und von Planarien bewohnbar. Also klar, Planarien willst du nicht haben, Schnecken vielleicht aber schon. Und ich weiß, das ist jetzt sehr verallgemeinert, denn manche dieser Wurmmittel reagieren nur auf manche Schnecken und andere Schnecken vertragen das dann wieder und dann ist es doch kein Problem. Ich möchte das auch gar nicht detailliert ausführen jetzt an dieser Stelle. Ich finde einfach nur, dass der Eingriff gegen Planarien so massiv ist, dass ich persönlich den nur dann ausführen würde, wenn ich wirklich aktiv mitkriegen würde, dass mein Besatz durch die Planaren gefährdet ist. Und das war er nicht.
Das ist sicher was anderes in Aufzuchtbecken, wo du natürlich deinen kompletten Zuchtansatz auch durchkriegen möchtest. Völlig verständlich. Und da wäre ich auch dabei zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt halt aktiv was gegen die Planarien machen. In einem normalen Aquarium habe ich aber bisher auch im 120F schon nie negative Auswirkungen durch die Planarien auf meinen Besatz gespürt. Und aus diesem Grund habe ich tatsächlich bisher, obwohl ich jetzt schon 2 Aquarien mit Planarien hatte, nie aktiv Planarien bekämpft, weil ich eigentlich immer den Eindruck hatte, dass das unnötig war. So, Fazit zum Low-Budget-Becken. Sehr, sehr spannendes Projekt. Etwas, was ich am Anfang auch gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, was ja auch lang gedauert hat, bis ich mich dann dazu durchringen konnte, das mal zu machen. Ich bin aber sehr froh, es gemacht zu haben. Denn gerade diese Sache mit der Hainbuche finde ich super spannend, dass das so perfekt gut funktioniert hat. Dann war das Becken insgesamt sehr pflegeleicht, dadurch, dass es ja auch nicht stark gedüngt wurde. Wie gesagt, einmal die Woche nach dem Wasserwechsel einen Spritzer von dem Dünger rein, fertig. Und ich finde, dieses Projekt hat halt das ursprüngliche Ziel sehr, sehr gut erreicht. Denn das ursprüngliche Ziel war, ein möglichst schönes Aquascape zu einem fairen Preis aufzubauen. Und wenn ich mir das Becken so anschaue da, dann ist das meiner Meinung nach definitiv gelungen. Das ist ein tolles Becken geworden, das sieht super aus und hat dafür nicht sonderlich viel gekostet. Und ich weiß, dass viele von euch sich trotzdem über den Preis beschwert haben und gesagt haben, das ist ja immer noch viel zu teuer, das könnte man immer noch viel günstiger machen. Und ja, das kann man bestimmt, aber das war eben nicht mein Ziel. Mein Ziel war nicht, ein auf Teufel komm raus möglichst günstiges Aquarium dahinzustellen. Darum ging es nie, das war nie meine Absicht, sondern meine Absicht war, ein für mein Dafürhalten möglichst schönes Aquarium, schönes Aquascape einzurichten und dafür halt die Teile zu holen, die ich dafür meiner Meinung nach haben muss, aber trotzdem zu gucken, wo kann ich dann weiterhin sparen, wo kann ich drumherum vielleicht sparen, wo kann ich irgendwas vielleicht anders machen als sonst, um dabei noch ein bisschen was zu sparen, um halt einen vergleichsweise günstigen Preis zu erreichen. Dass so ein Aquarium günstiger einzurichten ist, weiß ich. Völlig klar. Aber wie gesagt, darum ging es auch nie. Es ging darum, ein möglichst fair bepreistes Aquascape zu machen. Und ich finde, dass diesen Aspekt, dieses Projekt sehr, sehr gut gezeigt hat und sehr, sehr gut funktioniert hat. Und damit machen wir uns jetzt mal an den Abbau, denn das Becken wird jetzt heute einmal komplett geleert und gereinigt, sodass es wieder nackt und frisch und jungfräulich dasteht und bereit ist für ein neues Projekt. Wobei ich dir auch jetzt schon sagen muss, dass ich in dem Aquarium in naher Zukunft kein neues Projekt gestalten werde, sondern an die Stelle, wo das Becken jetzt steht oder gleich stand, etwas anderes kommen wird. Wir haben in dem Becken ja noch Tiere, das bedeutet, um die müssen wir uns natürlich gleich einmal auf jeden Fall kümmern. Wir werden jetzt deshalb das Wasser einen Großteil ablassen, aber nicht vollständig, damit die Tiere natürlich noch ein bisschen Wasser haben, wo sie sich jetzt dann aufhalten können. Danach nehmen wir das Hardscape raus, hier Pflanzen raus und nehmen dann nach und nach die Tiere raus und den Rest werden wir dann wahrscheinlich mit einem Nasssauger absaugen. Genauso die Hardware werden wir gleich natürlich einmal abbauen. Ich lasse sie jetzt natürlich noch einmal dran, um euch das besser zeigen zu können. So, das Ganze ist ja ein 35 Liter Scapers Tank und ihr könnt sehen, ich habe jetzt 2x10 Liter rausgenommen und so richtig viele schon gar nicht mehr drin. Da kann man auch mal noch mal schön sehen, was das Hardscape wirklich an Volumen einnimmt. Ich werde jetzt zuerst einmal die Technik komplett abbauen, bis auf das Licht, damit wir natürlich noch Licht hier drin haben. Und dann werde ich die Pflanzen rausnehmen, die ich selber noch behalten will. Das sind nämlich namentlich alle Busse Phalandren, die hier drin sind und das Bolbitis deformis, das will ich auch noch behalten. Die tue ich jetzt erstmal in eine luftdichte Verpackung. Ich nehme mir dafür gleich mal so eine Art Einmachglas, da schmeiße ich die erstmal rein und dann überlege ich mir später, was ich mit denen mache, ob ich die auf die anderen Becken aufteile oder ob die in andere Projekte reinwandern sollen und dann zwischengehältert werden. Das überlege ich später. Aber erstmal ist das jetzt der Plan. Wasser weg, Technik raus, Pflanzen raus, die ich behalten möchte. Kommt auch natürlich mit raus. Das sind schon, die sind schon ganz gut gewachsen da drin, muss man ja einfach sagen. Also das sind schon wirklich schöne Busse Phalandra Clams, nur sehr wahrscheinlich Planarien verseucht. Damit muss ich natürlich rechnen, weil ich mir über die Busse Phalandren auch damals sehr wahrscheinlich die Planarien überhaupt erst in das Becken reingeholt habe. So, da hinten habe ich noch eine entdeckt, da unten drunter. Da sieht man auch zum Teil, wie das schon alles gewuchert ist hier. Und jetzt, ja, war es das im Endeffekt. Und das heißt, wir reißen jetzt erstmal alle anderen Pflanzen raus, dann liegt das Hardscape mal wieder so ein bisschen frei.
Und dann werden wir das komplette Hardscape einmal entfernen und dann die Tiere rausholen. Das Problem ist immer, irgendwann, nämlich ungefähr ab jetzt, sieht man nichts mehr, weil natürlich, wenn man das erste Mal wirklich was hochzieht, was im Soil steckt, dann ist halt sofort die braune Suppe hier. Das ist aber ganz normal, deshalb müssen wir gleich, wenn wir das Hardscape rausgenommen haben, dem Ganzen natürlich erstmal noch ein bisschen Zeit geben, um sich zu setzen, damit wir die Tiere vernünftig sehen können und die halt auch vernünftig dann rausholen können. Und jetzt machen wir einmal das Gleiche fürs Hardscape im Endeffekt. Das ist zwar komplett verklebt, aber ein Teil davon wird sich wahrscheinlich ohnehin lösen. Auch das mache ich jetzt noch gar nicht wirklich sauber. Das mache ich dann später, wenn das Ganze wieder ein bisschen trocken ist. Dann kriegt man nämlich die Pflanzen auch ein bisschen leichter runter. Das wird jetzt einfach für ein, zwei Tage auf dem Balkon draußen liegen, bis es trocken ist. Und dann werde ich da die Pflanzenreste entfernen und dann kommt das Ganze in den Keller. Und ja, wartet da auf seinen nächsten Einsatz. Jetzt hole ich noch einmal die restlichen Pflanzen alle raus. Auch hier hinten das Zeug kann man jetzt schon einmal wegnehmen und hier vorne die Pflanzen. Und dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen sich setzen. Das wird wahrscheinlich so eine halbe Stunde, Stunde dauern. In der Zeit hole ich schon mal meinen Nasssauger und bereite den vor. Und kann euch dann noch mal ganz kurz was über diesen Nasssauger erzählen oder warum ich denke, dass das ein sinnvolles Tool für so eine Arbeit ist. So, ich habe jetzt hier als Sauger den Kärcher WD4 Premium. Das ist jetzt auch gar nicht unbedingt irgendwie als Werbung für Kärcher oder so gedacht. Ich denke mal, was für ein Fabrikat ihr da nehmt, ist nahezu egal. Ich habe mich einfach für den entschieden, weil der damals in unserem lokalen Baumarkt hier im Angebot war und ich unbedingt einen haben wollte mit so einem Edelstahlcontainer. Denn das erschien mir irgendwie sinnvoller als so ein Kunststoffcontainer. Ich kann euch aber ehrlich gesagt auch keinen logischen Grund dafür nennen. Also das war einfach so ein Gefühl von mir, dass ich da gerne so einen Edelstahlcontainer hätte. Das Ding macht einen Höllenlärm, also ist wirklich unfassbar laut, deutlich lauter als ein normaler Staubsauger, aber sehr effektiv, weil da wirklich auch an mechanischen Filtern oder so nichts drin ist. Da ist halt ein so ein Filter drin, den man ab und zu mal durchwaschen muss, den kann man einfach unter fließendem Wasser abwaschen. Da ist aber natürlich kein Beutel drin oder so, sondern wenn ihr das Ding halt aufmacht, dann ist direkt hier drunter eben der Container. Und dann kann man nämlich mit dem Ding, mit diesem Eimer einmal zur Biotonne laufen und das da reinkippen. Natürlich vorher das Wasser rauslaufen lassen. Wenn wir das jetzt hier mit Wasser absaugen, dann nehmt ihr das Ding einfach mal, kippt das vorsichtig über eine Wiese, dass halt nur das Wasser rausläuft. Und danach könnt ihr dann den Container nehmen und einfach wegtun. Ist, wie gesagt, ein bisschen unhandlich. Das Ding ist auch ziemlich groß, aber für solche Sachen sehr, sehr effektiv. Und so ein Nasssauger ist einfach auch nicht mehr so sehr teuer. Ich glaube, der hat mich damals, als ich ihn gekauft habe, 100 Euro gekostet oder 110, sowas um den Dreh. Also so in diesem Preisgefüge, sagen wir mal 60 bis 100 Euro, da kriegt ihr einen vernünftigen Nasssauger. Und der ist für sowas wirklich extrem hilfreich. Also das ist wirklich eine der besten Investitionen der letzten paar Jahre, die ich gemacht habe, um so ein Aquarium einfach restlos leer zu machen. Denn bei so einem Nanobecken kriege ich es ja theoretisch noch hin, das auch in die Hand zu nehmen und auszukippen. Aber bei dem 120F zum Beispiel war das natürlich keine Option. Deshalb ist da der Nasssauger wirklich eine gute Option. So, das Becken ist jetzt gerade schon ein bisschen klarer geworden. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal dran und versuchen, die Garnelen rauszufischen. Ich benutze dafür jetzt hier wieder meine Selektierpfeife. Das ist eigentlich so mein liebstes Tool dafür. Was man jetzt noch machen könnte, um das Ganze ein bisschen einzudämmen. Ihr könntet jetzt mit Kunststoffkärtchen hergehen oder auch mit Plexiglasscheiben oder was auch immer, Abdeckscheiben, wie auch immer. Und das Becken halt sukzessive verkleinern. Also hier so eine Scheibe reinstecken oder auch so eine Scheibe über Eck reinstecken, um die Tiere halt hier in so eine Ecke zu fixieren, um sie dann da rauszuholen. Hier in dem Fall ist das jetzt sozusagen schon durch den Bodengrund passiert, weil es eigentlich nur bis zur Mitte des Beckens überhaupt noch möglich ist, für die Garnelen zu schwimmen. Dahinter ist halt alles voll mit Bodengrund. Deshalb sitzen sie ohnehin schon da vorne. Sollte jetzt eigentlich nicht allzu schwierig werden, die da rauszuholen. Die kommen jetzt 1:1 direkt ins 60p rüber, da ich ja beide Becken mit Leitungswasser betreibe und beide Becken nicht irgendwie anders behandelt wurden. In beiden Becken Soil drin ist, sind auch die Wasserwerte sehr vergleichbar. Deshalb muss ich die auch nicht extra angewöhnen, die Tiere. Wenn du sie natürlich umsetzt in ein Becken, was sehr andere Wasserwerte hast, dann solltest du sie als Zwischenhältern und neu an das neue Becken angewöhnen. Also wieder über Antropfmethode und so eine halbe Stunde, Stunde da warten, bis sich die Tiere umgewöhnt haben. Man kann jetzt übrigens auch schön sehen, dass die Planarien wieder rauskommen. Also hier, 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 hier sind jetzt überall die Planarien am Start. Ich werde es vermutlich nicht verhindern können, dass sie dann damit eventuell auch in 60p Einzug halten. Aber ja, wie gesagt, bisher war das nicht so das Problem. So, Nummer 1. Und nicht, dass wir uns irgendwie falsch verstehen. Ne? Natürlich ist das jetzt eine nervige und zeitaufwendige Arbeit. Aber ehrlich gesagt habe ich keine bessere Möglichkeit bisher gefunden, um das zu machen. Und deshalb machen wir das jetzt natürlich auch so. Und Nummer 2, Nummer 3.
Ja, und das wird jetzt auch eine ganze Zeit lang so gehen. Ich werde jetzt euch nicht zeigen, wie ich jetzt jede einzelne Garnele rausfilme, sonst wird das ein 2-Stunden-Video. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn alle Tiere raus sind. So, insgesamt 33 Tiere haben wir rausgeholt und jetzt sind sie hier natürlich in dem 60p zusammen mit den Black Rose, die da schon eine ganze Zeit lang drin sind. Und da hinten seht ihr auch schon wieder eine. Die müssen sich jetzt natürlich noch so ein bisschen einleben, aber dann hat das eigentlich ganz gut geklappt mit dem Umsetzen. Wie gesagt, so Ursprungspopulation, 10 Tiere, 33 habe ich jetzt rausgeholt. Ich kann mir natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, ob ich wirklich jedes Tier jetzt gefunden habe und auch Jungtiere, die werde ich vermutlich in diesem Becken so in der Form nicht gesehen haben. Also zu 100% sicher sein kann man sich bei so einer Aktion natürlich nie. Trotzdem, wenn wir jetzt von 10 Tieren Ursprungspopulation ausgehen, 33 habe ich jetzt rausgeholt, würde ich mal sagen, haben sich die Tiere ganz gut vermehrt. Natürlich hätte das noch mehr sein können und wahrscheinlich haben auch die Planarien da ihren Teil zu beigetragen, dass es nicht mehr geworden ist. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, damit würde ich mich jetzt irgendwie unwohl fühlen oder hätte das Gefühl, dass da irgendwas nicht gut funktioniert hat. Jetzt haben wir eben hier im 60p die Blue Dreams zusammen mit dem Black Rose. Ja, und dann kann es jetzt losgehen mit dem Rest und ich schmeiße jetzt gleich den Nasssauger an und in dem Moment wird es einfach absurd laut werden. Deshalb spiele ich euch jetzt einfach nette Musik ein, damit ihr diesen Lärm nicht hören müsst. So, und der ganze Rest ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage von ein bisschen Schrubben. Bedenkt aber bitte natürlich, dass das, was ich hier jetzt mache, dass ich hier wirklich mit Reinigungsmitteln reingehe, ihr natürlich nur dann machen solltet, wenn ihr das Becken danach nicht nochmal benutzt, sondern es erstmal irgendwo vielleicht einlagert und jetzt nicht am nächsten Tag direkt wieder aufstellen wollt. Weil dazu sollte das Becken jetzt natürlich sehr, sehr gründlich ausgespült werden mit Wasser und dann natürlich idealerweise halt auch noch ein bisschen stehen bleiben, damit wirklich alle Reste von Spülmitteln und Reinigern verfliegen. Und das Becken dann natürlich auch wieder besetzbar ist. Also das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie du ein Becken reinigen solltest. Wenn du es halt danach wieder besetzt, dann musst du idealerweise da wirklich nur mit Wasser dran oder Sachen, die halt sehr, sehr schnell verfliegen oder tatsächlich Mitteln, die halt ja direkt aus dem Aquarium kommen. Also der Klassiker gegen Kalkrinder ist ja beispielsweise auch das pH-Mittel oder sowas wie Eichenextrakt oder so. Das ist dann halt nicht so das Problem, wenn du das hier im Aquarium einsetzt. Aber Reiniger bitte nur dann, wenn du das Ganze auch jetzt erstmal eine Zeit lang nicht mehr benutzen willst oder dem Ganzen genug Zeit geben kannst, um halt ausgespült zu werden und halt, dass das Ganze verfliegt. Und das war's. Da steht jetzt also unser sauberes, neues, altes Scapers Tank, der Nanny Scapers Tank 35 und wäre bereit für seinen neuen Einsatz.